Hallo, hallo. Ihr habt mich wahrscheinlich gestern genauso gesehen. Jetzt wird gekocht, denn Lana und Maya kommen gleich. Maya wollte noch das Sweet Monday Foto machen, beziehungsweise Video, wie auch immer. Und noch ein Foto von mir machen, deswegen bin ich auch so bläulich geschminkt. Wir wollen so einen Frosted Look machen mit der Tischplatte und dann so Fake Schnee und Eiswürfeln, aber das zeige ich euch alles noch. Ich werde noch das Video für heute schneiden und ich werde jetzt aber als allererstes mal kochen. Ich werde hier diese Tortellinis machen. Ganz komisch, weil ich es gerade schon mal erzählt habe, das nochmal zu erzählen. Aber das sind die Paprika- und Chili-Tortellinis. Ich habe hier eine Tomaten-Sahnesoße, das habe ich erst bei Aldi gekauft. Ich mache noch einen Salatteller und dann warte ich auf die Mädels, dass die kommen. Ich habe aber allerdings heute noch rein gar nichts gegessen. Wir haben 14 Uhr, ich habe noch nichts gegessen und ich war schon beim Sport und das ist schon. Er hat so laut geknurrt vorhin, als ich mich geschminkt habe. Ich wollte es zwischendurch immer aufnehmen, aber habe es immer verpasst. Ich habe Hunger. Sehr großen Hunger. So, hier ist einmal der Salatteller. Und hier ist Tomatensauce, Nudeln. Reicht doch. Sie will mich fett machen. Füttern, Alter. Boah, was machst du da, Maya? Gibt es wieder Geschenke? Sweet Monday. Sweet Monday, Leute. Hier ist Elf drin, Laura Mercier. Hier ist Banana Beauty, Paul Valentine, Lancôme, Givenchy, Kiehl's, Dior, Dior, It Cosmetics, genau. Hier ist Pomelo, alles Mögliche ist hier drin. Voll cool. Ich wünschte, ich könnte das irgendwie jeden Montag machen, weil Leute, das geht richtig ab. Die Kommentare, ich habe ungelogen. Let's see. Ohne Witz, ich habe einfach 1900 Kommentare. Voll krass. Und unter dem letzten Foto waren es sogar noch mehr. Da waren es 3000, weil ich glaube, das Video direkt am Anfang war. Ich glaube, das haben die Leute nicht so richtig geschnallt, dass man hier einfach weitergeht und dann das Video dazu kommt. It was the night before Christmas. I was closing down for business in my little prison shop. When the bell. Ich habe jetzt in Sekundenschnelle geschnitten gefühlt. Okay, ich habe eine Stunde ungefähr gebraucht. Lana und Maya machen ungelogen Lanas Story gerade so. Hallo, wie kann man so eine Story machen? Und ich mache so Billo einfach und sie macht so. Die beiden zerschmettern gerade Crushed-Eis. Klappt? Ja, leg die schon mal hin einfach. Wie sie so hochhält. Hat jetzt so einen Spaß einfach. Ich habe mir jetzt umgezogen und ich lege mich jetzt da drunter. Die Gäste haben mich auch schon angerufen. Ich habe hier ein paar Kerzen und so angemacht, dass es nicht so nach Arbeit aussieht. Ich empfange eigentlich nicht so Gäste, Leute. You know what I mean. Toll. Nehmen wir das nur für Lana, so eine Vlog. Aber Lana, hast du mir einen Kipp? Und ich brauche noch die Ringe. Wo sind die? Guten Tag, was geht, Leute? Ich habe gerade eben meine Haare gemacht, wie ihr wahrscheinlich schon sehen konntet. Ich habe mein Oberteil falsch rum angezogen. Ich habe auf jeden Fall mich so heute angezogen, meine Haare gewaschen, komplett geduscht. Meine Schwester ist leider heute Morgen um 6 Uhr schon nach Gießen gefahren. Sie hat nämlich dort weitere Termine. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich mir Highlights in die Haare machen soll hier vorne. Bitte nicht. Maya schreit bitte nicht. Machen wir doch mal eine Abstimmung rein, dann könnt ihr auf jeden Fall gucken. Gehen gerade echt in eine gute Richtung. Ich glaube, ich lasse sie erstmal so. Und ich werde mich jetzt einmal umziehen, denn wir haben ein paar Dinge vor. Ich wollte eventuell zu TK Maxx gehen und zwar ein bisschen Deko für die Vitrine oben kaufen. Dann wollte ich noch zu DM gehen, weil ich wollte morgen ein DM-Haul hochladen. Werde aber das morgen nicht so schaffen, weil ich habe morgen ein Shooting. Und deswegen muss ich das alles heute schon fertig drehen, dass ich das zumindest morgen auf der Fahrt oder so schneiden kann. Und auf der Fahrt. Deutsch. Ich glaube, ich habe den gerade im Spiegel gesehen. Ich glaube, es ist ganz cool mit diesem, weil ich will so noch so ein herbstliches Foto noch machen. Okay, ich bin angezogen. Ich habe den Pulli angezogen. Und hier drunter verbirgt sich eine Kette, falls ihr fragt, was das ist. Das gehört nicht zum Pullover.
Und ich wollte euch noch meine Ohren zeigen, weil immer ganz viele nach meinen Ohren fragen, beziehungsweise nach der Schmuckkombi und fragen, was ich da genau mache, beziehungsweise wie ich mir das so denke, das zu machen. Ganz einfach, ich stelle mir einfach einen Spiegel hin und dann mache ich Piercings rein und raus, solange bis es mir gefällt. Und das hier ist jetzt einfach eine Kombi aus allem Möglichen. Der Conch ist von Tintenberg, diese Diamond-Kreolen sind von Christ, die habe ich von, wie heißen die? Die haben wir letztens im Video mit drin gehabt. Muja oder Mumia oder so. Okay, das. Und hier von Saphira. Dann haben wir auf der Seite, tada, das ist so wieder dieses Mouche. Dann ist das hier von Faith Collection. Das ist von Maria Tesh, das ist von Maria Tesh. Das hier ist auch von Maria Tesh. Und das hier ist von Tintenwerk. Und hier nochmal im Licht, weil einfach zu dunkel gewesen gerade. Also das hier ist auch von Maria Tesh. Ganz viele Fragen, weil das sind von Maria Tesh. Ich habe auch keine gesehen, ehrlich gesagt, die das so machen ansonsten. Die sind relativ, was heißt relativ? Die sind super teuer bei ihr. Aber das Ding ist, ich habe keine Ohrringe gesehen, die ihren in irgendeiner Art und Weise ähneln. Also das hier schon mal gar nicht der Look. Aber ich finde es auch ganz schön, wenn man hier einfach nur so eine Kreole drin hat mit Steinchen. Ne, einfach vor den Spiegel stellen, das, was ihr habt, draus rein und gucken, was so eine schöne Kombi ist. Ihr könnt euch ja auch immer Inspo nehmen von mir und dann das irgendwie so ein bisschen so ähnlich machen. Aber es lohnt sich, in ein paar gute, schöne Ohrringe zu investieren, die ihr öfter tragen könnt, damit ihr einfach dieselbe Kombi tragen könnt, was ich auch sehr oft mache. Also ich wette, dass ich das jetzt eine Woche lang so trage. Ich trage auch manchmal zwei Wochen lang dieselben Ohrringe, ist mir egal. Aber wir machen jetzt noch ein Herbstfoto. Die Maya war so fleißig gestern. Ich so, so belächelt. Ja, sie war so fleißig gestern und hat diese ganzen Eiswürfel gekauft, alles wieder aufgeräumt und so, weil ich hatte noch Besuch gestern Abend von den Mädels, gestern 8 Mädels zu Besuch. Und deswegen habe ich auch nicht mehr gefilmt. Und ja, jetzt geht's los mit dem Foto. Könnt ihr ja sagen, ob euch sowas interessiert, ob ich so oder so, ob ich sowas rausschneiden soll. Und definitiv brauchen wir noch ein paar rötliche, weil die sind so gelb. Hast recht. Ja. Ich hätte mich eigentlich heute übrigens mit Kim getroffen, also die.kim auf Instagram, aber sie hat vergessen, dass sie heute einen Termin hat mit ihrer Mama für die Steuern und sie sagt mir jetzt schon das zweite Mal ab. Ich habe ihr nur geschrieben, A, es tut mir sehr leid für dich, weil du wieder deine Cheetos nicht bekommst, die ich dir aus Amerika mitgebracht habe, B, weil du mich nicht sehen kannst und C, weil du, was habe ich hier noch gesagt? Achso, und C, weil du auch noch oben drauf die Steuer machen musst. Heute hast du Pech gehabt, wirst genug bestraft, weil die meinte so, bitte sei nicht sauer auf mich. Ich so, nee, du bist ja schon genug bestraft damit. Kim habe ich auch noch geschrieben, bist du nicht diejenige, die die Organizer rausgebracht hat? Also diese Kalender und so, damit du dich besser organisieren kannst. Ach ja, Leute. Bitte fertig los. Oh mein Gott, blauer Himmel und Sonne. Schon lange nicht mehr erlebt. So filme ich, wenn ich versteckt filmen will, Leute. Sonst ist es dreckig. Wir sind im DM. Hier darf man ja nicht einfach so filmen, weil die Leute hier einfach hier rumlaufen. Die wollen auch nicht gefilmt werden, aber ja, wir gucken uns ein bisschen um. Oh, Happy Socks ist hier. Witzig. Mittlerweile gibt es so viele Männersachen. Seins. Hier ist eins. In meinem Korb ist gerade dieses Retinol-Serum gelandet. Und ich finde, das hat Maya gerade gesagt. Guck mal, voll schön. Sieht voll ansprechend aus. Das gehört sogar zu Clean Beauty. Und ich finde, diese ganzen Sachen hier sehen so ansprechend aus. Sogar das hier. Vitamin C-Serum, Hydrating-Serum, Enzym-Peeling, Cell-Repair. Ja, werde ich mir mal genauer angucken. Aber wir sind jetzt fertig mit dem DM-Haul vor allem. DM-Einkauf. Zeigst du den? Ja, morgen auf meinem Kanal. Könnt ihr den euch geben? Und wo ist meine Wurst? Oh, du willst bestimmt Champignons. Nein? Blumenkohl? Das ist Blumenkohl, ne? Was machst du da? Nicht so, so nein, schütteln, Kopfschütteln. Achso, nein. Willst du Knobibrot? Ich folge dir erstmal. Vielleicht finde ich das ja auch lecker. Thank you.
Was für extra Gossip Girl? Zack und Cody in ihr Hotel waren. 300 Euro? 293. Ach, 293 ist doch nicht das gleiche. Das war eine Zuschauerin von mir, die hat mich auf WhatsApp befreundet. Da kommt die ja in dieser Sache. Wow. Ne? So, und hier haben wir dann ein bisschen Zubehör, bestehend aus einem Netzteil. Mhm. Darüber laden sie dann den Akku. Ja. Die K-Max Wahnsinn, Leute. Wir haben übrigens die Kamera gekauft. Oh. Wir haben die Kamera gekauft und sind jetzt bei TK Maxx. Das ist ja Lampe. Aber es ist auch schon wieder so kühl, ne? Oh, sorry. Wow. Das ist eine Kerze? Ja. Ja, warm. Eine sehr schöne Farbe. Wer ist dazu gegen mich? Für die Leinen, wenn du einen Hund hast. Oh, das kann John Schnee an seinen Tür hängen. Ich frag ihn nochmal. Oh, das kann so teuer werden, als habe. Aber ich finde dieses Ding irgendwie auch schön. Ich weiß nicht, was das ist. Ich mag das. Ich dachte, mein Kopf ist klein. Endlich zu Hause. So, ich habe ein paar Sachen bei TK Maxx gekauft und bei Zara Home. Und meine neue Kamera wollte ich euch auch noch kurz zeigen. Ich werde, ich glaube, für den nächsten Vlog damit anfangen zu filmen. Das ist die Sony RX100 Mark 2. 2? Nee. Was ist das? Ah, ist das nicht 2? Ah, das ist was? 7. 7. Das ist Mark 7. Mark 7. Und ich habe noch was bekommen von denen, weil ich wollte, meine Kappe ist, ja, verloren gegangen und ich wollte eine neue. Kannst du die Lichterkette hinter mir machen? Ja. Cool. Merci. Ist ja alles in Echtzeit gefilmt, Leute. Ich muss das gleich schneiden und hochladen. Hier ist Zara Home. Voll süß hier mit diesem kleinen Weihnachtsmann. Ich habe 2 Bilderrahmen da gekauft in der Holzoptik und noch einen von TK Maxx. So sehen die aus. Einer so, 15,99 €. Einer so für 17,99 €. Gucken, wie die farblich zueinander passen. Ich weiß gar nicht, wie sehr man bei Holz darauf achten muss, weil ehrlich gesagt, es ist mein erstes Mal, dass ich Holz in der Deko mit drin habe. Holz und Chrom passen extrem gut zusammen. Es nimmt diesem Chrom nochmal dieses Kühle raus. Und ich habe noch diesen Bilderrahmen mitgenommen. Also es sind die Farben gehen ganz gut. Ich glaube, das passt ganz gut zusammen so. Der hier war von TK Maxx. Der hat, ich weiß nicht genau, was der gekostet hat. Auch so 10, 12 Euro. Finde ich auch sehr schön, dass der so gebogen ist in der Mitte. Danke. Dann habe ich bei TK Maxx noch so Vasen mitgenommen. Davon habe ich 2 Stück. Die haben jeweils, ich glaube, 3 Euro oder so gekostet. 3,49 €. Passt halt voll gut zusammen, ne? Die beiden. Dann noch eine in groß. Die hat 12,99 € gekostet. Genau dieselbe eigentlich, nur in groß. Und ich habe noch dieselbe noch in grau mitgenommen. Weil ich wollte ja das Grau nochmal so ein bisschen mit aufheben. Beziehungsweise Silber. Und jetzt guckt, das passt sehr schön zusammen und so. Dann habe ich eine Lupe mitgenommen, voll die coole Lupe für 6,99 €. Hallo. Das hier ist der Griff. Oh, Yankee Candle gibt es ja auch. Ich habe sogar gesehen, dass sie Natasha Denona Paletten und sowas alles haben. Fand ich auch sehr interessant. Ich habe sogar, glaube ich, eine Chloe Bag gesehen von Weitem. Hab jetzt nicht geguckt, was die kostet und so weiter, aber ja. Hab gesehen, dass es auf jeden Fall gibt. Yankee Candle für 17,99 €. Riecht so, die nennt sich Moonlight. Und die riecht so nach sauber, aber süß sauber. Tada! Wie schön ist er bitte?
Und das hier, er steht nicht alleine, er hat nämlich noch eine Frau, eine sehr majestätische Frau. Sie ist in diesem Braun, was ich ja jetzt mixe. Und die beiden sollen praktisch hintereinander so liegen. Wobei ist es eigentlich der faule Sack der Mann, der da liegt, ganz ehrlich. Ist doch so, oder? Stimmt mal hier ab, ob eure Männer faul sind. Tada! Und die beiden. Sieht so schön aus. So in der Art. Sieht schon cool aus, ne? Könnt ihr auf jeden Fall dann im nächsten Vlog sehen, denn ich werde jetzt diesen Vlog beenden. Gebt gerne wieder ein Däumchen nach oben. Tausend Dank, dass ihr das letzte Mal so krass kommentiert habt, weil ich euch das gesagt habe. Hat mich sehr, sehr gefreut, auch für die Daumen nach oben. Wir hatten so viele Kommentare. Ich habe alle gelesen. Tausend, tausend Dank dafür, wirklich. Im nächsten Vlog geht es weiter mit einem Fotoshooting. Ich werde aber noch diese Vitrine mit euch zusammen dekorieren. Dann haben wir eine Menge Pakete da hinten wieder rumstehen. Die werden wir zusammen unboxen. Und ansonsten könnt ihr mir auch gerne sagen, was ihr so sehen wollt. Dann kann ich das gerne für euch auch noch abfilmen. Ja, denn es ist nur noch eine Woche Vlogmas. Also sprich eigentlich nur noch nächste Woche und dann noch ein paar zerquetschte Tage. Wir haben gerade mal die Hälfte. Wir haben jetzt die Hälfte an Vlogmas erreicht. Oh mein Gott, nochmal so viel? Ich drehe durch, glaube ich. Also Leute, weiter filmen. Tschö, bitte.